Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, es geht mal kurz nach Hannover. Warum? Ihr wisst ja, ich habe eine Degradierung bekommen bei der Berufsfeuerwehr. Jetzt ist das so, die Suspendierung geht ja noch, ich glaube, 1,5 Monate. Und jetzt haben die Kollegen gesagt, ich werde dort gekündigt, weil ich ja eigentlich auch schon bei der Stadt Hannover bin. Und bei der Stadt Hannover habe ich mich jetzt beworben als Azubi, weil ich glaube, die Arbeit bei der Stadt Hannover ist, glaube ich, einfacher als BF. Ja. Eventuell habt ihr es mitbekommen. Wir sind noch im kleinen Sommerloch. Aber ich denke mal, das wird. Das wird auch nur eine kleine Folge. Wir werden mal kurz zur BF fahren. Und dann schauen. Ich denke mal, wir werden am Würfelplatz stehen. So, Sound Channel an. switched. So, Mercedes-Benz. Ich wollte schon sagen, da ist ein Helikopter über mir.
Hallöchen. Ah, okay. Da habe ich den Job komplett gelöscht. Okay. Na. So, gut. Da entsteht schon der Kollege, mit dem ich das Gespräch habe. Offiziell war ja 19 Uhr gesagt. Genau, einer ist im Dienst. Genau, nur schriftlich erreichbar. Ja. Microphone activated. Schauen wir uns das Ding nochmal hier an. Ja, ich war gerne hier, aber ganz ehrlich, ja. Hier war mal eine Straße, ist glaube ich enger gebaut worden, dass man hier nicht mehr durchfahren kann. Okay. Das heißt, die Taxis passen hier auch nicht mehr durch. Dann mal gucken, ob hinten noch was steht. Ne, steht nicht, okay. Sehr schön. Ja, ich komme lieber zu früh als zu spät. Ah, ich war zum Spind. Der ist ein zweiter. Hallöchen. So. Schauen wir mal. Haben wir da noch was drin? Ich möchte nur anmerken, sollte im Nachhinein irgendwas bei Ihnen gefunden werden mit Medikamenten oder feuerwehrtechnischem Material, das der BF sozusagen zugeordnet ist, Ja. wird das rechtliche Folgen haben. Ja, alles gut, deswegen räume ich gerade den Schrank aus. Gut, ich Ich guck. saß drin. Ne, alles gut. Aktuell habe ich nur ein Hemd von der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Okay. Dann dürfte.
Okay, ich komme schon gar nicht mehr an meinen Spind ran, aber okay. Überleg halt mal, welchen Job du gerade drin hast. Warte mal. Ich sag nur eins, erst nachdenken, dann handeln. Nee, ich hab's gemerkt. Ah, okay, ich habe den eh schon rausgeschmissen aus dem System, aus dem Kopf. Oh, das ist dann tatsächlich meine Schuld. Ja, schriftlich soweit eigentlich alles verstanden gehabt, was ich geschrieben Nee, habe. alles gut, finde ich auch richtig. Ich war ja als Praktikant jetzt bei der Stadt Hannover und da war eh das Problem, wenn ich da als Auszubildender arbeiten möchte, kann ich nicht bei der Feuerwehr sein. Ja, das Ding ist, ich habe mich mit der Polizeileitung nochmal kurz geschlossen. Diese hat mir bestätigt, dass das Führungszeugnis sozusagen nicht verbessert wird fürs Erste. Richtig. Einfach durch die Zwischenfälle, die entstanden sind. Und da sie im Beamtenverhältnis sich so ein Führungszeugnis nicht erlauben dürfen, bin ich gezwungen, ihnen sozusagen die Kündigung auszustellen und ihnen damit auch den Freispruch, dass sie auch zum Beispiel bei den Stadtwerken ihre Ausbildung beginnen können. Ich habe es für beiderlei, also für alle Seiten sozusagen positiv gehandelt jetzt gerade. Für sie ist es so, dass sie halt eben dann ihre Karriere anderweitig fortsetzen können und für uns ist es halt eben damit der formelle Kram beendet. Ja, genau. Es ging einfach nur darum, die wollten mich für 3 Monate suspendieren, damit ich nach 3 Monaten wieder zum BF gehen kann. Aber das ist ja auch kein Weg, oder? Wie gesagt, das Führungszeugnis ist das Problem. Nee, Sie na, haben dann. einfach zu viel drinstehen. Wären diese, also die Suspendierung wäre schon diese 3 Monate gelaufen. Und dann hätten sie schon wieder einen Anspruch auf die Wiedereinsetzung in den Dienst machen können. Das Problem ist nur, wie gesagt, ich habe mich nochmal mit der Polizei kurz geschlossen gehabt. Diese hat es mir so bestätigen können. Deswegen habe ich da auch gesagt gehabt, es ist für uns und für sie wahrscheinlich auch besser so. Und deswegen ist es so zusammengekommen. Nee, ich hatte das nur in Frage gestellt, ob man nicht die 3 Monate Suspendierung machen kann und mich dann wieder einstellen kann. Weil dann gibt es ja ein neues Führungszeugnis. Ah. Ja, auf jeden Fall, Ach. die Kündigung sozusagen wäre vollkräftig damit. Ja, alles gut. Habe ich ja verstanden. Ja. Und sozusagen dürften Sie ab dem jetzigen Zeitpunkt auch die Ausbildung bei den Stadtwerken beginnen. Genau. Ich komme jetzt quasi nicht mehr an den Schrank dran. Da müssen noch Helme, Brechstoffflaschen und alles Mögliche drin liegen. Wenn Sie nicht rankommen, wir kommen auch nicht dran, heißt also, das Zeug ist sozusagen nicht existent. Okay, gut. Gut, dann weiß ich Bescheid. Freiwillige Feuerwehr kann ich aber weiterhin machen. Ist ja freiwillig. Sie sind nur aus dem Berufsfeuerwehrwesen entlassen. Ihr Freiwilligen und also Ihr ehrenamtlicher Dienst wird Ihnen beibehalten. Heißt also, Sie können Ihren aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingen weiterhin nachfolgen. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg hier mit der BF und falls Sie dann noch irgendwann in einem halben Jahr wieder Interesse haben, einfach mal mich anrufen über einen Funk. Aber schauen wir erstmal. Ich glaube, die Stadt Hannover hat nämlich Interesse gezeigt. Und dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, Ihnen dann auch noch viel Erfolg bei der Ausbildung bei den Stadtwerken. Und hoffentlich passiert nichts Schlimmes in Ihrer Zeit. Mit mir doch nicht. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und dann eine schöne Zeit als Fü Sie sind Personalrat, oder? Ich bin Direktor der Feuerwehr. Ich kümmere mich eigentlich ein bisschen mit um alles. Ah, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, dann wünsche ich Ihnen was und dann, ja. Schlüssel sollten Sie ja von FFH haben. Ja, ich bin aktuell da noch im Dienst. Also da bin ich noch drin. Ja, ich weiß. Ich sehe es ja. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann wünsche ich Ihnen was. Tschüss. Alles klar. Tschüss.
Nee, das war der formelle Plan. Es ging jetzt einfach nur darum, ich will ja bei der Stadt Hannover die Ausbildung machen und ich kann halt keine zwei Hauptjobs machen. So, jetzt fahren wir noch mal kurz zum Casino. Ich kenne den Weg schon auswendig. Ja, wie es jetzt weitergeht, Stadt Hannover ist klar, aber aktuell ist ruhig hier auf dem Server, deswegen, ja. Weiß ich nicht, wie es weitergeht. So, dann schauen wir mal, ob wir noch heute so viel Geld bekommen wie letzte Mal. Jetzt müssen wir einmal kurz warten. So, Besucherbonus. I hate this city. So, jetzt drehen wir mal kurz am Glücksrad. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. Jo, ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr arbeiten. Congratulations to our big winner at the Lucky Wheel. Gut. Ach ja. Sehr schön.
Brauche ich zwar jetzt nicht die 30.000, aber gut. Haben oder nicht haben. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Sehr schön. Gut, dann haben wir das erledigt. Ich sage ciao mit Frau Robin. Tschüss.